Ihr treibt mich in den Wahnsinn, Kollegen. Ihr treibt mich in den Wahnsinn. Mann, oh Mann, oh Mann. Mich wundert es ja bislang, dass ich noch kein wildes Tier gesehen habe. Ich meine, ich find's gut, aber mich wundert's. Noch 8 Stroh. Damit komme ich noch ein bisschen aus. Könnt ihr mal bitte wieder aufstellen? Wird langsam Zeit. Wir haben schon Tag 6. Also die Hälfte vom Frühling ist rum. Und ich muss gleich noch eine Armor erstellen und all so ein Scheiß. Und das dauert noch ziemlich lange. Also wenn ich mal bitten dürfte. Meine Anzeige für Essen finde ich jetzt mal auch eher mal gar nicht so geil. Hier außerdem noch, wie ich gerade gesehen habe, da steht ja noch ein Barrel. Noch ein Barrel hinstellen. Macht jetzt endlich mal eine Arbeit von den Bildern. Ne, tun sie ja immer noch nicht. Bin ich jetzt ganz daneben? Blink Barrel. Was ist denn da? Achso, Construction geht natürlich über. Du willst mich verarschen. Du bist mit Sicherheit... Warum ist er nicht mehr drin? Bin ich jetzt blöde? Das erklärt's vielleicht. Ich habe nichts gesagt die ganze Zeit. Hä? Aber ich habe das doch definitiv eingestellt. Naja, scheint nicht so. Also könnt ihr auch da... Ne, ich meine nicht. Bilder. Du kannst auch weiter stacken. Moment, ich könnte, damit es gerade mal ein bisschen schneller geht, einen Stockpile machen hier. Und zwar mache ich den sogar wirklich hier. Für... wo haben wir sie? Da, Metal. Und zwar... ja, nur für die... Der Drohe und die Bars. Und da natürlich hier relativ schnell voll ist, brauche ich noch eine Crate. Das wird in Crates gespeichert. Aber gelagert, nicht gespeichert. Ah, hier wird es auch nicht besser. Ah, ich baue jetzt halt mal hier oben noch ein bisschen weiter. Warte mal, ich muss mal gucken. Das ist natürlich schon viel hier. Aber anders kriege ich das hier nicht hin. Oder? Hier eine Vierer haben würde, kriege ich allerfrühestens. Hier kriege ich gar keine hin. Hier kriege ich neun hin. Ne, hilft nichts. Muss ich so machen. So, und hier hinten geht auch nur noch einer quer. Hier passt aber noch einer neben, was ich dann wiederum ganz gut finde. So, dann wird hier aber auch schon wieder eng. Warte mal, hier kann ich einen queren machen. Ein Queroland. Moment, das ist irgendwie doof. Nein, 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 ist ja... Ich will es auch wegmachen, danke. Da, die bitte nicht. Oder doch? Ja, da müsste gehen. Machen wir so noch ein Eckteil. Ja, der Anvil, warte mal, hier konnte man doch gerade sehen, der Anvil braucht 8 Bars. Und jede Bar braucht 2 Erz. Also wirklich eine Menge. Kein Stroh fertig, so langsam wird's knapp. Ich kann hier noch weiter bauen, zu lang. Aber wie mache ich das denn jetzt geschickt? Hier könnte ich noch einen Vierer reinhauen, dann baue ich um den rum. Wobei, ne, geht nicht. Ich das vorhab.
Ja, bist ja auf dem Boden eingepennt. Das war doch. Ja, oder ich lasse sie hinten im Bereich und gehe dann hier nochmal mit dem. Ich glaube, das bringt sogar mehr. Mach ich jetzt hier. Wo habe ich den gebaut? Auf der Seite. Baue ich jetzt von hier rein. Ja, kommt sogar fast aus. Wie gesagt, ein bisschen Schund ist immer. Wird das hier halt ein größerer Raum. Und gehe dann hier rein. Jetzt muss ich hier nur gucken, bis wohin. Spiel hier habe ich dann natürlich größere Räume, die ich auch nicht so gut finde. Ist halt nicht ganz so passend, wie ich möchte. Ich möchte es aber auch nicht neu bauen. Das ist ja nur nach Augenmaß, ne? Hier können wir noch mitnehmen, den Raum. Hier können wir auch noch mitnehmen. Was sind denn so die Extra-Quartiere, die mit Extra-Wurst? Die Quartiere haben halt immer einen Vorteil. Aber ich glaube, dadurch, dass das hier noch mehr Ecken hat, packe ich da noch Wall hin, weil das sieht irgendwie doof aus. Wie ich finde. Da hat es halt einen längeren Eingang. Hoppala. Ist der Anvil... Oh, der Anvil ist schon fertig. Das finde ich allerdings sehr schön. Also können wir jetzt unseren Blacksmith erstellen. Sieht zwar ein bisschen eigenartig aus. Oder mache ich den Dornrand? Boah, naja, das sieht ja alles nicht so wunderschön. Das ist ja alles relativ eckig und kantig. Und kommt dahin. Saving. Wofür? Tag 7. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einen Viertelstunden-Safe hat. Ich habe noch nie drauf geachtet. Manchmal safe er halt, manchmal nicht. Und dann kriege ich hier 4. Oh, warte mal, hier kriege ich sogar anders welche rein. Moment, Cancel Job. Kriegt die hier quer hin. Verbrauche ich nicht ganz so viel. Das finde ich doch schon mal schön. Jetzt müssen wir hier gucken. Da würde gehen. Das ist aber auch irgendwie doof. Ja, hier hinten ist auch echt eine blöde Stelle, muss ich sagen. Hier noch einen Raum reinstopfen. Ah, ich bin nicht so ganz zufrieden hier mit der Stelle, muss ich sagen. Warte mal, da nehme ich aber ordentlich was von weg. Warte mal, nee. Ich möchte wieder bauen. Da. Da, danke. Eine Wall. Da und da. Wobei, nein, 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 nein. Ah, Moment. Cancel Job. Manchmal ist dieses Cancel Job irgendwie verbuggt, aber ist mir wurscht. Was hier wird eher extra Raum hier für ihn hier. Kriege ich aber auch nur noch einen rein, egal was ich mache. Doof. Egal. Höllen und vor Megateil hier oben. Das nicht irgendwie anders hin. Ich muss mal eben kurz meine Gedanken. Oh, war, oh, hier was viel Wichtiges gerade gesehen. Nur noch 9 Food. Da muss was gegen gemacht werden. Das ist nämlich gar nicht mal so gut. Und zwar machen wir hier dann Cut-Gepling. Von den Äpfelbäumen hier. Von denen hier. Und von denen hier. Und da unten noch. Relativ wichtig. Was brauchst du noch? Warum wird hier nicht gearbeitet, Kollegen? Hallo? So. Der hat doch alles. Sind die Bilder am Pennen oder was? Oh, warte mal, ich habe so eine Befürchtung. Woodcutter, Bilder und Bilder. Hey. Ja, hier bin ich. Boah, kriege ich da nicht irgendwie anders gelöst? Das gefällt mir einfach so nicht. Moment, das hier wird nochmal gecancelt.
Ja, das ist irgendwie blöde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Wenn ich jetzt... Kriege ich auch nicht mehr rein, also macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Das hier wird einfach der Nonplusultra-Mega-Raum. Hospital ist irgendwie super klein, aber ist egal. Größer braucht halt nicht sein. Hoffe ich. So, das hier auch noch der Gang, den ziehe ich jetzt durch bis hinten. Habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Das hier wird komplett ausgehöhlt und hier kommt die Tür rein. Oh. Oh, wichtig. Und zwar brauche ich hier von zwei Stück bitte herstellen. Und dann, ob ich will oder nicht, ich brauche noch ein Anvil. Aber ich habe so langsam eine Befürchtung, ich habe keine Erze mehr. Ich wusste es, ich muss unbedingt mehr Erze finden hier unten. Ganz dringend. So. Und ich brauche noch mehr Futter. Wo kriege ich denn noch mehr her? Hier. Da, guck mal. Da sind noch Äpfel. Oh. Warum sind die Stockpiles voll? Jetzt kommt halt das, was ich meinte. Ihm wird jetzt einfach gesagt, das ist kein Stockpile mehr. Jetzt gleich sollte man was sehen. Aber jetzt auf 11, die haben noch andere Sachen zu tun. Okay. Hab nichts gesagt. Oh ja. Das ist schön. Hier haben wir schon mal mehr gefunden noch. Mehr, mehr, mehr. Da kommt mein Miner. Ja, ist halt nicht unwichtig zu wissen, dass die Gnome, dass es denen besser geht, wenn ihr persönliches Quartier einen höheren Wert hat. Darum mache ich die auch so relativ groß. Man könnte natürlich jetzt auch wirklich so 2x2 Kajüten machen. Aber dann kriegst du halt da einfach keinen Wert reingestopft. Weil du einfach da eine Sache hinstellen kann, das is ist es. Aber ich möchte halt irgendwie in ja, noch einen Schrank hinstellen und keine Ahnung, vielleicht auch noch eine Statue. Irgendwie sowas. Oh ja, wie man sieht, wird ganz dringend Erz benötigt. Oh Mann. Ich glaube, ich muss gleich noch weiter nach unten sumsen. Oder hoffen, dass die Ader hier noch echt weit geht. Weil ich aber nicht dran glaube, wenn ich ganz ehrlich bin. Dafür sieht die schon zu kaputt aus. Schon die ganze Zeit eigentlich, da war ja nie eine wirklich fette Ader. Nein, da ist er auch zu Ende, wie schon erwartet. Das ist gar nicht mal so gut. Da. Machen wir mal bis Ebene 22, da werde ich ja wohl noch irgendwie was finden. Hoffe ich schon wieder. Oh, ein Boardpinhammer ist fertig, das ist ja schön. Aber der Anvil noch nicht. Ich brauche jetzt den Anvil fertig. Nee. Mach jetzt den Anvil fertig. Ah, das sieht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt läuft das eigentlich halt so bislang ganz gut, wie ich finde. Und dann fehlt mir einfach Erz. Ah, oh, Stroh ist fertig. Oh, sehr schön. Ihr habt auch noch so gut wie nichts mehr, oder? Farmer? Seid ihr im Pennen oder was ist da los? Farmer, ich hab zu tun. Ja, natürlich sollte er pennen. Was erwarte ich eigentlich?
Ah, jetzt mich hier in... Wie ist das Zeug nochmal? Bauxit. Bauxit? Ja, irgendwie so. Na komm. Da will gerade keiner arbeiten. Hier ist aber auch nirgendwo Erze. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viel Pech kann man denn haben, bitte? Ja, hier haben wir, wie heißt das Zeug? Septin. Septin? Ich weiß nicht, wieso. Nerviges grünes Zeug. Sieht ziemlich doof aus, wie ich finde. So, sind das jetzt zwei Stück? Gut, weil jetzt kommt nämlich der Trick, wie man sich zumindest ein bisschen was spart. Und zwar wird der Weapon-Fotzelk hier, der Weapon sag ich schon, der... Hier ist er doch gleich. Blacksmith wird abgerissen. Um den Anvil weiter zu benutzen. Metalworker, nö, das ist falsch. Ich möchte doch einen Weaponsmith haben. Ja. Ballpin Hammer ist halt das Wichtige. Ja, dort. Und der andere Workshop. Der Armorer braucht auch einen. Darum habe ich die beiden gemacht. Und beide brauchen einen Anvil. Also habe ich einen fertig gebauen lassen. Und den anderen benutze ich jetzt einfach halt vom Blacksmith. Das ist halt die billigste Methode für den Anfang, wenn man beides haben möchte. Und eigentlich will man beides haben. So, solange du jetzt nicht auf die Idee kommst, so zu bauen. Ich finde keine Erze. Das gibt's einfach nicht. Ah, das ist so ärgerlich. Oh, eine Höhle. Dann sieht das Ganze doch schon anders aus. Hoffe ich. Was haben wir hier? Silber. Ja. Wenn ich nichts anderes finde, hier wäre noch Bronze. Wo meinten Silber ist natürlich besser, klar. Aber braucht glaube ich auch länger. Wobei, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Mit der Aussage möchte ich hier keinen. Malachit, das ist auch ein Ohr. Das kann man auch benutzen. Wie sieht denn das ganze Ding hier aus? Hm. Okay. So am Rand, so eine kleine Felsspalte anscheinend. Oh, das. Oh, oh, oh. Hier, da. Unbedingt hier hin. Aua. Weiß nicht. Da wird einfach eiskalt hingebuddelt. Rüber. Und rüber. So, ihr habt zu tun, Kollegen. Wie soll einfach nichts machen? Ja, gut ist auf jeden Fall schon mal, dass ich neues Stroh habe. Das war immer noch lange nicht genug. Ich könnte eigentlich noch jetzt, wo ich ein bisschen Stroh über habe, aber noch lange nicht genügend Stroh für die Personal Quartiere, kann ich noch ein Bett einrichten. Ja, das dürfte gehen. Was ich auch noch machen könnte, wie oben schon mal anfangen, die Personal Quarters auch ja, zuzuweisen. Auch hier nehme ich wieder den Türspot mit. Wenn da halt später da eine Tür hinkommt, zählt die mit zum Wert. So der Plan. Bei den Personal Quartieren ist der Vorteil, du siehst, also man sieht immer, wer schon belegt ist. Also man kann einfach wirklich durchgehen und gucken, wer hat noch keinen. Hier muss ich ein bisschen doppelt gehen. Mal den Teil und einmal den Teil. Wenn man eine Area zu einer anderen hinzufügen will, muss man einfach über den Rand ziehen, dann merkt es und packt es einfach zu der schon vorhandenen Area hinzu. Ich hätte vielleicht erstmal so hier vorne die Pit setzen sollen. Müssen nicht so weit laufen. Hier muss ich sowieso nochmal arbeiten. Hier ist noch blödes Clay. Das sieht doof aus. Replace Floor. Dirt. Hier. Hier. Und hier. Und
genauso wichtig ist der Replace Floor. Replace Floor, genau. Nein, ist Replace Wall. Auch in Dirt. Und auch hier. Hoppala. Alle Claywände wegpacken. An den komme ich gerade nicht dran. Ist mir also jetzt auch erstmal egal.